schaut euch mal meine schöne Achterbahn an. Die ist sowas von cool. Okay, was machst du da? Warte mal. Findest du meine Achterbahn etwa nicht cool? Schau die dir an. Willst du auch mal fahren? Naja, ich sag einfach mal nichts dazu. Du weißt ganz genau. Blicke verraten mehr als 1000 Worte. Was? Okay, du schüttelst doch gerade nicht den Kopf etwa, ey. Sieht da schrecklich aus, Junge. Die Achterbahn ist so langweilig. Warte mal, ich geh mal rein und zack. Die ist so langweilig. Ey, die ist gar nicht langweilig. Okay, ey, hör auf zu lügen. Die dreht sich einfach nur im Kreis. Ja, mehr nichts im Lucky. Ist doch voll cool. Ey, ist Kreisachterbahn, so nenne ich die. Und schau mal, hier hast du immer so einen richtig coolen Jump. Bam! Und dann fliegst du auf die andere Seite. Ist das nicht cool? Das ist die langweiligste Achterbahn, die ich jemals gefahren bin. Zu 100%. Und schau mal. Okay. In die andere Richtung klappt sie nicht mal. Ja, das soll auch nicht so sein, Okri. Du versaust wirklich alles. Wenn du schon sagst, meine Achterbahn schlecht ist, du hast keinen nicht mehr bessere, Okri. Du hast nicht mal eine Achterbahn. Ach, wirklich? Denkst du wirklich, natürlich ich hast keine du keine Achterbahn? Ja. Ich bin Achterbahn-Profi. Ich bin schon... Guck mal, damals als kleines Kind bin ich jede Achterbahn gefahren. Das weißt du ganz genau. Ja, ich auch, Freunde. Traut ihr euch auf jede Achterbahn? Also ich sag's so, da gibt's ein paar Achterbahn, auf die traue ich mich eigentlich. Warte mal, Okri. Ja, some lucky. Seit wann hast du hier bitte so eine riesige Achterbahn gebaut? Was sagst du bitte? Okay, ich würde sagen, komm rein, Simlucky, es okay. Geht los. Freunde, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor der Achterbahn. Ey, warum ist die so riesig und seit wann baust du solche krassen Achterbahnen, Okri? Ja, ich meinte doch, ich bin Achterbahn-Profi. Ich bin Architekt. Du bist Achterbahn-Profi? Okay, ich fahre hier meine... Was ist hier los? Okay, Okri, ich warte auf die... Okri, ich verfolge dich, komm schon, ich werde dich überholen. Wow, die Achterbahn ist ja wirklich richtig cool. Oh Mann, Freunde, warum hat Okri so eine coole Achterbahn? Was ist das bitte sehr? Wow, das... Und Mega-Jump, wow! Und zack! Oh, puh, das war knapp. Und die ist sogar unendlich lang. Ey, Okri, ich muss dir ehrlich sagen, irgendwie, ich beneide deine Achterbahn. Oh ja, ist ja klar, bei so einer Noob-Achterbahn wäre ich auch richtig neidisch. Du kannst dich als meine Achterbahn beleidigen. Das ist echt ehrenlos von dir, Okri. Weißt du was? Weil du sagst, du magst bessere Achterbahnbaum, fordere ich dich jetzt heraus zu einem Achterbahnbau-Battle. Zu einem Achterbahnbau-Battle willst du etwa verlieren, oder was? Nein, will ich nicht. Ich werde gewinnen, Okri. Obwohl, Freunde, deine Achterbahn ist echt nicht schlecht. Was soll ich nur dagegen tun? Lasst mich überlegen. Simlucky hat immer einen Trick auf Lager. Schaut mal, jetzt fährt er noch in Ruhe Achterbahn. Aber ich werde im Geheimen mit seiner Schwester cheaten, hundertprozentig. Denn die ist eine Pro-Builderin. Die kann mir bestimmt helfen bei einer Achterbahn-Build-Challenge. Okay, Okri, bist du ready? Ey, hör jetzt mal auf, Achterbahn zu fahren. Reicht jetzt auch langsam. Hier, ich mach deine Achterbahn kaputt. Hey, Simlucky. Ich mach sie kaputt, Okri. Ich klau die Achterbahn-Cheat und baue jetzt selber eine. Ist das dein Ernst, Simlucky? Wenn du mich wirklich herausfordern willst, na gut, komm her. Ich besieg dich so oder so. Okay, machen wir schon mal. Deine Achterbahn ist jetzt kaputt. Okay, let's go, Freunde. Wir machen jetzt ein Bild, aber ich werde einen geheimen Cheat mit Okri Schwester. Warte mal, davor muss ich die dann nochmal anrufen. Freunde, ihr wisst ja, ich habe Okri Schwester Nummer geklärt. Ich kann die also anrufen und die wird jederzeit kommen. Let's go, Okri. Ab zur Achterbahn-Bild-Challenge. Welche Nummer hast du geklärt, Simlucky? Gar keine Okri. Die von Billy. Okay. Was willst du bitte sehr von Billy? Ach, egal, Okri, vergiss es. Okay, Okri, das Bild-Battle kann beginnen. Geh du auf deine blaue Seite und ich gehe auf meine rote. Okay, Simlucky, du weißt ganz genau, Achterbahnen sind mein Spezialgebiet. Okay, Okri. Jetzt ist er auf seiner Seite ahnungslos, dass ich mit Okri Schwester cheaten werde. Okri wird nichts davon erfahren. Okay, Freunde, ich hole mein Handy raus und rufe Okri Schwester an. Okay, Freunde, ich rufe jetzt Lilly an. Und zwar, nicht gucken, welche Nummer ich eingebe. Zack, zack, Freunde. Und let's go. Komm schon, ich muss reingehen. Ich muss reingehen. Lilly, hallo, bist du da? Hallo? Ja, Lilly, ich brauche ganz kurz deine Hilfe, okay? Hast du einen Moment Zeit? Wobei brauchst du meine Hilfe? Ja, du weißt doch. Bei einem Bildbattle natürlich, weil Okri hat mich mal wieder herausgefordert. Du musst mal wieder gegen deinen Bruder dich beweisen. Oh Mann, du weißt ganz genau. Immer wenn ich gegen meinen Bruder... cheaten muss, das mag ich besonders gerne. Deshalb komme ich sofort. Wo seid ihr denn? Let's go, Lilly, du bist die Beste. Okay, ich schicke dir die Koordinaten rüber und komm vorbei. Oh mein, zack, auflegen. Lilly ist so eine nette Freundin, meine ich. Bin ich die auch? Okay, Lilly, wo bist du? Hallo, ich muss jetzt nur noch auf sie warten, Freunde. Hier bin ich schon. Was? Warte mal, wie bist du denn so schnell hierher gekommen, Lilly? Ich hab die Tricks drauf. Okay, perfekt.
Hey, Lilly, wir müssen jetzt Ugrim besiegen und es geht um eine Achterbahn. Was? Um eine Achterbahn? Mhm, eine Achterbahn. Okay, womit fangen wir an, Lilly? Du musst es schnell bauen. Ich schaue einfach zu, okay? Okay, du weißt ganz genau. Wir bauen die Achterbahn aus Diamanten und aus Redstone. Nein, okay, das ist perfekt. Ey, das liebe ich voll. Redstone und Diamanten, das ist die perfekte Kombo. Oh ja, und erstmal geht's ganz nach vorne. So, zack, 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 Beschleunigung. Und dann... Beschleunigung, Freunde, ganz wichtig. Okay, und was kommt jetzt? Nein, ey, übertreib nicht, Lilly, ey, ein bisschen zu hoch, was machst du hier? Schau mal, wie schnell ich bauen kann, schau, bum, bum, bum. Okay, jetzt, wo wir uns ganz nach oben gebaut haben, Lilly, müssen wir nur noch die ganzen Schienen platzieren, let's go. Und die werden natürlich auch aktiviert vom ganzen Redstone, das heißt, man wird richtig schnell und fährt dann bis ganz nach oben. Und dann fällt man nach unten. Was? Oh, mein Ugriwitz. Ugriwitz so Angst kriegen. Ey, der wird sich bestimmt in die Hose machen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich kenn Ugri, der hat richtig Schiss. Warte mal, ey, machst du da Slimeblöcke hin? Klappt das überhaupt mit einer Achterbahn? Wir probieren es mal aus, und? Okay, lass es uns ausprobieren. Komm schon, Lilly. Du voran. Wow. Und zack! Ey, ich glaub, das klappt nicht, Lilly. Du musst, wenn schon, aussteigen, dann hier drauf springen, dann geht's hier so weiter. Ja, stimmt. Oh, das ist voll die gute Idee, Lilly. Guck mal, wir machen das jetzt so. Wir bauen jetzt hier ganz viele Slimeblöcke hin. Oh ja, ganz genau. Und dann muss man aus der Achterbahn rausspringen und dann hier, ja, ganz genau, dann muss man hier in eine neue Achterbahn rein, okay? Okay, so machen wir das. Zack, zack, zack. Let's go, ist richtig cool. Warte mal, Lilly, ich teste es sofort aus. Okay, mal schauen, ob das klappt. Ich habe noch eine Idee danach. Wir machen so eine Lava-Achterbahn, damit Ugrin noch mehr Schiss kriegt. Okay, hier gehen wir da oben. Wow, okay, wir sind schon schnell, Freunde. Und dann, wow, runter hier. Und zack, rüberspringen. Und bam, zack. Easy peasy. Ich hab's nicht geschafft. Warte mal, ich versuch's nochmal. Und? Okay, Lilly, versuchst du auch schon einmal. Und in der Zeit, würde ich sagen, baue ich schon mal ein bisschen weiter mit der Achterbahn. Ich glaube, ich habe eine kleine Idee. Damit Ugri so richtig schwindelig wird, machen wir jetzt einfach ein Kreiselparcours, Freunde. Oh ja, richtig gehört. Ein Kreiselparcours, bei dem es richtig weit nach oben geht, Freunde. Wow, ein Kreiselparcours. Ich liebe Parcours. So, zack. Und jetzt habe ich es auch geschafft. Oh ja, Lilly. Und dann geht's hier jetzt weiter. Zack, zack, zack. Hier geht's wieder ein bisschen nach oben. Ey, der wird so schwindelig, wenn er die ganze Zeit im Kreis fährt. Ich wusste von Anfang an, dass die Kreisachterbahn die besten sind, Freunde. Zack, zack, zack. Schaut euch das mal an. Es wird so lang gehen. Weiter, 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 Simlucky. Schneller, schneller, schneller. Simlucky, ich mach so lange die Schienen hinterher. Okay, Lilly, mach schon schnell. Wir haben nicht viel Zeit, denn Ugri wird uns jeden Moment hier rüberkommen, weißt du? Okay, perfekt. Und Lilly, wir müssen richtig aufpassen, nicht, dass Ugri uns erwischt, ne? Oh ja, keine Sorge. Ich bin Profi. Let's go, Lilly. Okay, weißt du was? Platziere du das ganze Redstone hin. Ich mache hier die ganzen Schienen hin, damit das schneller geht. Und ich würde sagen, Freunde, wir testen gleich die Achterbahn sofort. Okay. Das klappt so nicht. Lucky, du kannst nicht bauen. Lass den Profi ran, Mann. Was? Ey, doch, ich kann bauen, Lilly. Sag sowas nicht. Das war ein bisschen blöd von mir. Aber jetzt kann ich bauen. Schau mal, du bist immer blöd. Hä? Ey, hör auf, sowas zu sagen, Lilly. Du bist selber blöd. Dein Ernst? Ich dachte, ich bin nicht blöd. Du magst mich doch, oder nicht? Nein, jetzt, wo du gesagt hast, dass ich blöd bin, mag ich dich nicht mehr, Lilly. Ja, aber du bist nicht so blöd wie mein Bruder. Okay, das ist was Gutes. Okay, let's go. Wir gehen wieder in die Achterbahn rein und testen das Ganze. Oh, Lilly, komm hinterher. Wir gehen jetzt hier hoch. Komm schon. Ich wow. Und jetzt kommt der Kreiselparcours. Let's go. Abspringen. Perfekt. Und Trainer. Und jetzt geht's weiter, Freunde. Let's go. Ey, das ist schon so cool, Freunde. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, Ugri hat nie im Leben sowas Cooles gebaut. Lucky. Ugri, ja? Mit wem redest du die ganze Zeit dort drüben? Was? Ich rede nur, ich rede mit Billy. Ich hab ihn angerufen, weißt du, weil Billy, der ruft mich ständig an. Der fragt immer, ob ich Pupsi mache. Okay. Simlaki, darf ich mal rüberkommen und spicken? Rüberkommen? Ey, schlechter Zeitpunkt, Ugri. Ich mach grad selber Pupsi. Ich bin doch nicht Billy. Was, ey? Lilly, ganz geil. So, du musst schnell verschwinden, Ugri kommt. Ich mach grad Pupsi. Hörst du, komm bloß nicht vorbei, sonst siehst du mich. Ich vertraue dir nicht. Du hast doch irgendwas im Schild. Du cheatest bestimmt oder so. Nein, Ugri, tue ich nicht. Oh, mein Freund. Oh, doch, 100%. Ja, okay, komm bloß rüber, Ugri. Lilly ist schon verschwunden. Ugri wird niemals das aufhalten. Ich baue ja meine Achterbahn. Wenn du rüber schaust, das Schummeln ist dir schon klar, Ugri, oder? Simlucky, du hast bestimmt irgendein Hack verwendet. Nein, deshalb freust du dich die ganze Zeit so. Schau, ich bin nur am Bauen. Ey, geh wieder auf deine Seite. Bist du schon so weit? Oh nein, ich bin schon so weit, Ugri. Soll ich mal auf deine Seite gehen? Ich werde auch auf deine Seite behalten. Nicht, dass du cheatest. Also pass auf. Ich cheat niemals, Ugri. Oh, Bruder.
Das war knapp, Freunde. Ich hab's noch gerade so geschafft, dass Lilly sich schnell versteckt hat. Es wäre fast schief gelaufen. Okay, jetzt brauche ich wohl eine eigene Idee. Aber mir fällt nichts einfach und ich brauche wieder Lilly als Hilfe. Lilly, kannst du wieder vorbeikommen? Nein, der passt auf. Der hat ein Fenster reingebaut in die Wolle. Der wird die ganze Zeit rüberschauen. Was? Der hat ein Fenster? LOL, ey, Lilly, danke, dass du es gesagt hast. Ey, der schaut da wirklich. Okay, ich tue jetzt so, als ob ich ganz normal bauen würde und nicht cheaten würde. Ach, was ein schöner Tag, um meine Achterbahn zu bauen. Ich cheat auch nicht. Ich baue ganz fair. Ja, gib mir bestes Sam Lucky. Ja, ja, ich Lucky Pupsi. Ich werde Ukri sowas von pranken. Ich baue ohne Cheats. Ich würde niemals cheaten. Oh, boah, Freunde, er ist schon wieder weg. Oh, ganz schnell das hier wieder zumachen. Ey, das ist ja richtig ehrenlos von dem. Ich hab gerade gesehen, da ist. Ey, Ukri! Okay, was soll das, Ukri? Ich hab dich beobachtet und ich merk, ich glaube, du cheatest wirklich nicht, weil du meintest, dass du nicht cheatest. Ich cheat auch nicht, würde ich niemals tun. Okay, Freunde, wir haben uns davon überzeugt. Das heißt, Lilly kann gleich wieder vorbeikommen, denn es ist jetzt alles sicher. Guck mal, hier machen wir so einen Lava-Parcours, damit Ukri es richtig, richtig heiß wird. Oh, ich hab sogar eine Idee. Warte mal, das machen nicht nur das machen wir, Freunde. Wir machen das noch heftiger. Guck mal, wir machen das jetzt so, zack, dass dann die Wände sogar noch aus Lava sind. Boah, wäre das cool, Freunde. Okay, warte mal, zack, 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 zack. Hier bauen wir das so einmal. Schaut mal, ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe, Freunde. Dann jetzt nochmal hier einmal entlang. Zack, let's go. Und jetzt platzieren wir hier überall die Lava. Let's go. Komm schon, Freunde. Ey, schaut mal, wie cool das gleich aussieht. Da fährt man einfach so durch einen Lava-Gang. Guckt euch das mal jetzt an. Guck mal, ich fahre jetzt aber mal kurz mit der Achterbahn durch. Warte mal, ganz kurz. Zack, zack, zack. Da muss ich schon überall die ganzen Schienen hin platzieren. Und wisst ihr was? Ey, ich mache hier sogar richtig langsame Schienen hin, damit Ukri es richtig, richtig heiß wird. Der wird sich so ärgern. Ihr wisst ganz genau, Ukri, er mag es nur kalt. Er hasst es heiß. Okay, wisst ihr was? Wir fahren hier einfach mal lang. Ey, schau mal, wie gruselig das aussieht. Da sind einfach so die Lava-Wände. Und wow, zack. Und da fällt man hier fast in die Lava. Okay, ey, das ist eine richtig gute Idee, Freunde. Freunde, so machen wir das. Und dann geht es hier vorne direkt weiter. Und apropos weiter, ey, ich muss weiter mit Ukris Schwester cheaten. Lilly, wo bist du? Komm schnell wieder zu mir. Ich habe keine Ideen mehr. Okay, na gut, ich kann ja. Wow, ey, da bist du ja schon wieder. Woher kommst du immer? Oh Mann, Lilly, du bist echt merkwürdig. Weißt du was? Das Ding ist, mein Bruder hat mich fast erwischt gerade und wird nämlich erwischt. Dann ist das richtig peinlich für mich. Oh, stimmt. Warum ist das peinlich? Ah, stimmt, erwischt er uns einfach beim Hacken. Okay, Lilly, weißt du was? Ja. Hast du jetzt eine Idee, was wir als nächstes machen? Das könnten wir als nächstes machen. Oh, ich hab die Idee. Die Idee des Jahrtausends. Welche, Lilly? Sag schon! Wir bauen einen Sim-Lucky-Kopf. Was? Warte mal, willst du einen Sim-Lucky-Kopf bauen und dann fahren wir in den Mund von Sim-Lucky rein? Oh ja, richtig gehört. Ey, das ist ja voll die coole Idee. Okay, das machen wir und dann ist das eine Geisterachterbahn. Und dann wird's so richtig dunkel und weißt du was? Wir cheaten uns den Sim-Lucky-Kopf, okay? Okay, mit der Hilfe von den Zuschauern. Lass alle ein Like da und ein Abo und dann können wir cheaten. Let's go, Freunde! Weil ein Sim-Lucky-Kopf dort hinzubauen kann echt lange dauern. Okay, Freunde, auf 3, 2, 1 und 0. Lass alle Abo und ein Like da, damit der Sim-Lucky-Kopf platziert wird. Ja, alle liken und abonnieren. Okay, danke, Freunde. Oh, so viele haben geliked. Warte mal. Ah, ich glaube, es bebt alles. Die Erde schüttelt sich. Wow, was passiert hier? Wow, Freunde. Es hat einfach geklappt. Lol, ey, Lilly, schau mal. Wow, das ist richtig gut gemacht. Oh ja, wir haben jetzt hier einfach einen Sim-Lucky-Kopf und hier können wir jetzt die Achterbahn reinbauen. Let's go. Let's go. Ey, aber warte mal, wir machen hier unten bei deinem Kopf einfach Lava rein. Lava, wow, dann wird's richtig gruselig. Und ich habe sogar eine bessere Idee. Wir machen sogar noch etwas anderes, nämlich wir so einen Skelettkopf. Und das wird jetzt eine Gruselhöhle. Hier machen wir ganz viele Skelettköpfe hin. Schau dir das mal an. Wie lustig ist das denn bitte sehr? Hä? Nein, das ist nicht lustig. Lilly, das soll gruselig sein. Ukri soll sich erschrecken. So, zack, jetzt nehmen wir uns Barriereblöcke. Schau mal. Bam, bam, was bam. Hast du denn hier? Mit Barrieren baust du? Ey, das ist ein bisschen unfair, mit Barrieren zu bauen. Weißt du schon, oder? Warum ist das unfair, Sim Lucky? Das sind Cheaterblöcke. Okay, was willst du jetzt hier bauen? Schau doch selber. Lol, du machst eine unsichtbare Strecke. Nicht dein Ernst, oder? Doch, und da geht's so um die Lava. Um die Lava? Okay, das ist richtig cool. Aber ey, warum hast du die überall platziert? Ich wollte doch. Was? Lilly, übertreib dich sofort. Warte mal, ich nehme schon mal die Lava und platziere die jetzt hier. Ich platziere die hier schon mal. Zack, zack, zack. Ey, Freunde, guck mal, wie cool das aussieht. Und warte mal, wo kann ich das noch platzieren? Ah, nein, das war schon. Okay, alles gut, Lilly, beruhig dich. Oh Mann, Lilly ist heute echt komisch drauf, Freunde. Zack, hier platziere ich noch. Wo kann ich noch platzieren?
Das war's. Mehr kann ich nicht platzieren. Lol. Ey, das sieht so gruselig aus. Nein, 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 ehrlich. Du bist falsch platziert. Du bist so dolly. Was meinst du, warum habe ich falsch platziert? Habe ich gar nicht, Lilly. Doch, hast du, Sam Lucky. Schau mal. Die Lava muss ja hier drunter. Ja, dann mach einfach den Boden weg. Okay, warte mal. Das müssen wir auch noch schnell hinkriegen. Ups, ich habe das Haus kaputt gemacht. Ich muss wieder fixen. Sorry. Und dann. Oh, yo, das ist richtig gut, Lilly. Ey, pass auf, verbrenne dich aber nicht in der Lava, ne? Alles gut. Ich bin Lava-resistent. Was? Ehrlich? Okay, Lilly, solange du das machst, würde ich sagen, ich baue hier schon mal raus und dann dreht man einfach meinen Kopf an. Hier ist alles voller Lava. Lilly, pass bloß auf. Okay, und dann geht's jetzt hier nach oben. Zack, zack, zack. Und jetzt, Freunde, ich habe eine richtig gute Idee. Und jetzt machen wir Lilly einen Mega-Jump. Hä? Wie willst du das denn hinkriegen? Naja, Sam Lucky hat immer eine Idee. Wir brauchen ein bisschen Redstone, einen Verstärker, einen Pisten. Und das sollte fürs Erste schon mal reichen. Okay. Mhm. Und jetzt als nächstes bauen wir uns erstmal hier so ein bisschen runter. Zack, zack, zack. Und jetzt müssen wir irgendwo. Okay, soll ich passieren hier vorne so? Warte mal, ein bisschen anders müssen wir das machen. Nämlich. Hey, Sam Lucky, Sam Lucky. Ja? Hochgekommen. Ich geh schnell runter. Mach das selber zu Ende. Ich hol schnell schon. Okay, ich gucke am Ende dann. Ey, wir haben 100%ig gewonnen. Die ist nämlich schon so gut. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt noch hier den Jump zu Ende. Nämlich wird das richtig, richtig cool. Und Uchri kommt gleich. Oh nein, ich muss gleich wieder schauspielern, sodass ihm nicht auffällt, dass ich mit Lilly gecheatet habe. Sam Lucky. Ja? Okay, was ist los? Ey, hast du schon fertig gebaut? Ich bin schon fertig. Nein, nicht dein Ernst. Ehrlich? Okay, Freunde. Oh doch. Da muss ich mich richtig beeilen. Okay, guck mal. Hier machen wir das jetzt so, Freunde. Ey, es ist richtig viel Redstone und voll schwierig. Aber vertraut mir, Freunde. Es wird am Ende richtig, richtig cool. Hier, das wird erstmal aktiviert, das Redstone, wegen dieser Schiene, wenn man da drüber fährt. Und dann aktiviert diesen Pisten, Freunde. Und diesen Pisten platzieren wir mal hier hin. Beeil dich. Ja, ich beeile mich, Uchi. Und wenn das jetzt so fertig ist, dann wird man einfach nach oben geboostet. Denn ich mache deinen Schleimblock hin. Let's go, Freunde. Das wird richtig gut, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich. Zack. Und dann machen wir jetzt hier so. Warte mal, ich teste das mal aus und fahre da mal rüber. Und mal gucken, ob es klappt. Let's go. Warte mal, hat's geklappt, Freunde? Nee, hat überhaupt gar nicht geklappt. Oh, Freunde, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Nämlich wird da immer der Grasblock bewegt nach oben. Und dann geht da einfach die Schiene kaputt. Deswegen muss ich ja so einen Obsidianblock hinplatzieren. Denn den kann man nicht mitbewegen. Und ich glaube, jetzt sollte das eigentlich klappen. Okay, mal schauen. Und das war viel zu schnell, Freunde. Okay, ich habe eine Idee. Deswegen brauchen wir jetzt einen Verlangsamer. Okay, aber dafür habe ich natürlich eine passende Idee. Nämlich nehmen wir uns jetzt hier so einen Verstärker. Und den müssen wir jetzt hier auch nur noch benutzen. Zack, das machen wir dann eben mal so. Bam, bam, bam. Nee, das ist gar nicht gut. Aber dafür habe ich natürlich auch eine passende Idee. Nämlich werden wir jetzt hier so einen Verstärker platzieren. Den ganz nach hinten machen, damit das Signal ultra langsam ist. Und dann geht das jetzt wahrscheinlich so klar, glaube ich zumindest. Also ich hoffe es mal. Und jetzt testen wir das Ganze nochmal aus. Und let's go. Wow, habt ihr es gesehen? Es kommt einfach wirklich. Wie cool ist das denn bitte, sehr Freunde? Okay, meine Achterbahn ist fertig. Und warte mal, warum wird das immer mitgezogen? Ist ja voll komisch. Okay, Freunde, ich habe das jetzt nochmal überarbeitet. Jetzt testen wir es nochmal aus. Nämlich passiert jetzt hier die Achterbahn. Und let's go, wir fliegen rum. Habt ihr es gesehen? Das war richtig cool. Warte mal, ich glaube, man hat es gar nicht gesehen. Wir machen das Ganze nochmal. Boom, und das war der letzte Mega-Jump. Und jetzt, Freunde, ich würde sagen, wir sind auch fertig mit unserer Achterbahn. Nämlich fliegt man jetzt ganz nach oben und ist dann im Ziel, Freunde. Ja, let's go, so machen wir das. Okay, ich habe jetzt hier so weitergebaut. Dann machen wir so einen Mega-Jump und dann fliegt man einfach auf die andere Seite, Freunde. Schaut euch mal an, wie cool das ist. Man geht hier so runter, boom, nimmt Anschwung und bam, dann kommt man hier so. Aber das ist richtig knapp. Und am Ende, Freunde, die Achterbahn ist einfach eine Killer-Achterbahn. Nämlich fliegt dann Uchi hier einfach ganz nach unten in Lava. Und ich werde ihm sagen, du musst im Survival-Modus hier fahren, die Achterbahn. Und dann geht der einfach drauf, Freunde. Das wird so witzig am Ende. Okay, let's go. Wir platzieren hier nochmal ganz viel Obsidian. Und, wir machen hier Wasser hin. Und er denkt, das ist sicher. Aber im Endeffekt ist es einfach Fake-Wasser. Und dann geht der hier einfach drauf. Ist das nicht witzig, Freunde? Okay, let's go. Wir machen hier so einen kleinen Bereich hin. Zack, zack, zack. Das sollte passen, Freunde. Und jetzt nehmen wir uns hier Fake-Wasser und platzieren das überall. Ey, für die Freunde, die nicht wissen, was Fake-Wasser ist, ist einfach Wasser. Das gibt dir einfach richtig viel Schaden, Freunde. Okay, okay, ich bin auch ready. Kann ich auf deine Seite kommen? Natürlich kannst du das. Ich bin schon lange ready. War schon lange? Okay, dann will ich sehen, was du gebaut hast. Freunde, wenn so gewinnen. Let's go. Schau dir jetzt mal meine Achterbahn an. Die ist so krass, Sam Lucky. Warte mal, ist das deine Achterbahn? Was hast du bei dir hier gemacht und wofür die hin? Ohne viel zu reden, das ist meine Pupsi-Achterbahn. Ich habe sie sogar so genannt, weil du wirst gleich sehen, die ist sowas von Pupsi-haft, die ist krass. Warum nennst du deine Achterbahn Pupsi? Naja, egal, weißt du was, okay, ich werde dir es fahren. Aber erstmal, so Lucky, gehst du natürlich in den Survival-Modus, mein Lieber. Warte mal, was in Survival? Oh Mann, okay, mach mich in den Survival-Modus, ey.
Nicht, dass sie richtig gefährlich wird. Okay, ich weiß. Wow! Ey, oh, jetzt ja wird's krass. Jetzt okay, wird's let's krass. Go! Warte mal, was ist das denn? Das ist ja okay. Ey, was ist das? Okay. Da kann ich nicht mehr in die Lava fallen. Okay, was hast du gemacht? Weiter geht's! Okay, let's go, weiter! Okay, ich sag dir, Kurven durch Pupsi-Ringe! Okay! Oh, du fährst wieder runter. Haha, das war extra. Das war nie im Leben extra. Das ist nie Lava. Was? Okay, was hast du hier? Okay, hör auf damit! Oh nein! Mann, ich bin draufgegangen. Ich bin der beste Achterbahn-Bagger! Okay, deine Achterbahn ist kaputt! Du musst sie fixen! Die ist sowas von nicht kaputt. Geh wieder rein, schau! Das war extra so, weil wenn du es einmal berührst, dann gehst du wieder runter und danach gehst du wieder hoch und dann ist sie wieder ganz. Dann ist sie wieder... Ey, du hast sie gerade repariert, okay? Ich glaub... warum bist du auf meine Seite? Und was ist das für eine... Jetzt geht's runter. Wie baust du mit dieser Kurven? Das fängt richtig krass an. Schau es dir an. Stopp mal ganz kurz. Okay. Jetzt durch eine Lava. Nein. Und jetzt geht's in Sim Luckys Kopf rein. Schau es dir an. Nicht der Ernst. Okay. Ich brenne. Okay, was hast du getan? Nein, stopp. Ey, bevor wir jetzt weitermachen. Okay, nicht dein Ernst. Du hast einfach deine Achterbahn mit meiner verknüpft. Hä? Was? Das ist meine Achterbahn. Nee, ich bin jetzt im Kreativmodus. Okay, du kannst gerne meine Achterbahn verhalten. Ey, was soll das? Du hast einfach so eine schlechte Achterbahn gebaut, dass du deine mit meiner verknüpft hast. Nee, ich baue das jetzt hier ab, Junge. Alles weg hier. Das war meine Idee, Junge. Nein, das war nicht deine Idee. Wie hast du das überhaupt gemacht? Du hast einfach mit unsichtbaren Blöcken gebaut, damit ich das hier nicht sehe. Was ist das hier überhaupt? Junge, du hast nicht mal eine Kurve hinbekommen oder hast das hier so hingebaut. Was ist das überhaupt? Ah, okay. Weißt du was? Ganz ehrlich, nerv mich nicht. Ich fahre jetzt seine Achterbahn. Die ist bestimmt nicht so krass wie meine. Aber davor, Okri, gehst du auch schnell in den Survival-Modus, denn ansonsten fährst du meine Achterbahn nicht. Denn was Okri nicht weiß, ist, dass das eine Killer-Achterbahn ist am Ende. Okay, Okri, du kannst jetzt meine Achterbahn fahren. Let's go. Und runter. Komm schon! Wow! Okay, okay, ich wünsche dir ganz viel Spaß! Was hast du gemacht, Okri? Ich bin einfach draufgegangen, du hast irgendeinen Hack da installiert oder so! Nein, das war kein Hack, Okri! Du bist einfach nicht runtergesprungen! Du musst natürlich auf den Slime-Block springen und die Achterbahn verlassen! Okay, warte mal, ich probiere das nochmal. Du musst ein bisschen nachdenken, Okri! Da. Boom, da musst du ein MLG machen, komm schon! Wow! Und Okri, du musst schaffen, Leute! Du hast wirklich geschafft. Bin ich krass. Und jetzt, was ist das hier? Zirkelachterbahn. Ja, Zirkelachterbahn, ey, schau mal. Wird schwindelig. Okay, meine Achterbahn ist jetzt schon so viel besser. Und jetzt, heiße Achterbahn. Achterbahn. Ja, die kenne ich ja schon. Nein, das ist nicht deine Achterbahn, Okri, hör auf zu lügen. Guck mal, jetzt geht's hier lang. Bam, 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 bam. Und du brennst sogar. Jetzt, super Boost. Wow. Und let's go. Abkühlung. Gelöscht. Oh. Nein, keine Abkühlung. Okri, das war auch ein Prank. Oh Mann, Freunde. Ich hab Okri so also geprankt. Das war Fake-Wasser. Wo fliegst du bisher hin, Okri? Okay, Freunde, wisst ihr was? Falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ab und liked. Ich werde Okri nicht verraten, dass ich mit Okri Schwester gecheatet habe. Und das soll ich sagen, frisch aufs nächste Video. Und Junge, deine Achterbahn war viel schlechter als meine. Nein, war sie nicht. Freunde, schreibt in die Kommentare 1 für meine Achterbahn, 2 für Okris Achterbahn. Und sonst noch rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo und Like da. Ciao, ciao. Abonniert. Dann bis zum nächsten Video.